Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Ricky tanzt vor Freude. Ich weiß nicht, ob das neue Animation ist. Auf jeden Fall sieht es echt cool aus. Und wie ihr vielleicht jetzt schon bemerkt, er hat einen komplett anderen Look. Das ist ein neuer Skin, der Ricky so ein bisschen aussehen lässt wie eine Ananas. Und zwar ist das aus dem Resort-Stil. Diese zusätzlichen Missionen, wo man Skins freischalten kann. Ach du Scheiße. Jetzt wird er zum Beyblade. Was ist los mit dem? Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das ist eine Level 35er Mission. Die habe ich erledigt. Ja, dadurch haben wir jetzt den Skin. Ich habe ein bisschen Juwelen geschmiedet. Dadurch habe ich ein paar Stufe 4 Juwelen, was ganz gut ist. Ja, ich spiele jetzt erstmal mit Ricky, Melia und Shulk. Alle sind Level 30. Und bevor wir heute die Telethia herausfordern, würde ich mal sagen, ich sag euch erstmal kurz. Und zwar, was die Sammel-Items hier im Grenzdorf betrifft, ja. Hier in dem Bereich könnt ihr Sammel-Items einsammeln. Dann hier unten. Sieht man zwar jetzt gerade nicht, weil ich alle Sammel-Items gesammelt habe. Das rote Item machen wir ein andermal, wenn wir Nebenquests machen. Auf jeden Fall einfach unten die Strecke lang laufen. Okay, ich dachte gerade, da kann man was einsammeln, aber das ist nur ein Noppon. Dann hier hoch und bis zu dem See. Ja. Hier kann man alles Mögliche einsammeln. Und dann nochmal ganz oben. Ja, auf der Gebetsterrasse. Gebetsterrasse. Hier kann man auch nochmal ganz viele Sammel-Items einsammeln. Und wenn man davon genug einsammelt, dann kann man hier alles eintragen. Wir haben im Collecticon Grenzdorf nur 6 Items. Stärke 3, nein, das brauche ich nicht unbedingt. Waffenjuwel erhöht. Ja, die Aktivierungsrate des Waffenjuwels ist jetzt auch nicht so gut. Und Agilität 3, 15 Agilität brauchen wir eigentlich auch nicht. Region vollständig, Blütenschläger. Da weiß ich gerade gar nicht, ob der besser ist. Aber wir spielen momentan sowieso nicht mit Dunbin. Und das Collecticon mache ich erst voll, also die Seite des Collecticons mache ich erst voll, wenn wir im Wald von Magna soweit alles haben. Ich bin hier zwar ein bisschen rumgelaufen und habe, ich glaube, irgendwo einen einzigartigen Gegner besiegt. Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls gehen wir zum Grenzdorf-Eingang und von dort aus können wir dann weiter. Wir müssen heute eine Telethia herausfordern. Und dafür nehmen wir einfach die Hochbrücke. Passt schon. Ah. Schön bei Nacht hier unterwegs. Auch sehr schön mit dem Leuchten. Ja, das war so klar. Ja, übrigens, ich habe zwischendurch mal die Level angepasst und auch über Level 30 gelevelt, was halt den Vorteil hat, dass die Charakter halt neue Skills lernen. Ricky wurde umgeworfen. Auf jeden Fall ist jetzt Kalt dazugekommen, friert den Gegner ein, was Frost Damage over Time macht, sodass Ricky jetzt schon 3 Damage over Time hat. Also, kalt, Frostschaden, Spuck ist Giftschaden und dann hat er noch Blutungsschaden zusätzlich. Wo laufen wir denn lang? Ich würde sagen, da lang einfach mal. Dem Weg folgen. Ah, das sagt mir, dass ich runter soll.
Ich weiß gerade gar nicht, wo die Ätheradern nochmal sind. Aber wir können auch weiter hier oben langlaufen. Das oh, Korallbarpterus. Wie gut, dass die nicht aggressiv sind. Ja, gehen wir einfach hier runter. Es ist Tag. Was haben wir hier für einen schönen See? Magnama. Magnama. Okay, da laufen wir jetzt mal nicht lang. Gehen den Weg. Wir müssen eh noch ein paar Sammel-Items mitnehmen. Summnessel. Okay, hier müssen wir aufpassen. Die bösen Nidos. Die sind aggressiv. Frühlingswind-Solos. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune, ey. Ein einzigartiger Gegner und dann blöder Nidos, der hier durch die Gegend läuft. Sowas ist natürlich nervig. Limonadenhimmel. Die beste Zitronenlimonade der Welt. Wenn man die trinkt, ist man im Limonadenhimmel. Gut, ich glaube, hier müssen wir jetzt einfach nur rüberschwimmen. Schon wieder so ein böser Nidos. Magnama. Komm, wir killen die mal, oder? Ja. Machen wir mal so. Bam. Das Gute ist, man muss sich halt mit Spuck-Spuck muss man sich versuchen so zu positionieren, dass man möglichst viele Gegner auf einmal trifft. Dann kann man gleichzeitig den anderen noch ein bisschen Schaden machen. Und mit Schnapp... Ha! Item geklaut. Schnapp ist so... zufällig... Also, wenn wir das einsetzen, klauen wir den Gegner nach Zufallsprinzip irgendwas. Wenn man Glück hat, ist es ein Item. Das ist dann ein zusätzliches Item am Ende des Kampfes. Ich muss kurz mal heilen. Der Heal-Skill von Ricky ist ein Flächen-Heal-Skill, der in eine Richtung wirkt. So, Moment. Und jetzt. So. Ich glaube. Ja, komm, nee. Ich greife nochmal an. Ich greife auch nochmal an. So, dann machen wir hier. Oh, es geht noch weiter. Nice. Es hat richtig gut Schaden gemacht. Sehr gut. Das dünne Blut, das wir jetzt bekommen haben, das ist das Item, was wir geklaut haben. Manchmal bekommt man dadurch auch bessere Items. Zum Beispiel ein zusätzliches Ausrüstungs-Item. Das ist immer ganz praktisch. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Speerkuttel, Boyskuttel. Sabulum Ogre. Sind wir da? Amos Ogre. Ja, komm. Und Schnapp. Komm. Ätherkraft gestohlen, ja. Da war jetzt zum Beispiel kein Item drin. Was ziemlich schade ist. Da habe ich doch gerade ein Item gesehen. Nehmen wir mit. Und dann laufen wir weiter.
weiter geht die Reise. Das Coole ist, das Outfit von Ricky, das passt irgendwie voll in den Wald von Magna. Wenn man hier lang läuft, das ist, ich glaube da unten, wenn man ganz genau hinguckt, seht ihr das da unten? Sieht aus wie so eine kleine Plattform. Ich glaube, da sind auch einzigartige Gegner. Aber... Oh, da unten ist sogar eine Ätherader. Die ausführliche Map-Erkundung, das machen wir dann separat. Also, wenn ich die Nebenquests erledige. So, jetzt die Frage, wie kommen wir an diesem bösen Nidos vorbei? Ich würde sagen, wir springen einfach mal runter. Macht ein bisschen Schaden. Alter. Geh weg! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Schnell weg. Glück gehabt. Problem ist, die Viecher können sehr, sehr schnell zu einem Problem werden. Kommt, den Inferno-Ropter machen wir noch schnell. Oh. Solange es nur ein weiterer Inferno-Ropter ist, der uns angreift, ist alles gut. So ein böser Nidos. Ich glaube, jetzt ganz schön böse. Down. Was? Was ist denn da los? Warum war Melia jetzt auf einmal fast down? Komm jetzt schnell. So, wie machen wir das jetzt am besten? Schaden, oder? Vorbei? Was zur Hölle? Geht doch. Ist hier immer eine Truhe? Was drin? Kristalle. Ja, mit den Stufe 3 Kristallen bin ich jetzt auch wieder an einem Punkt, wo ich mir denke... Verdammt. Na dann. Zwischensequenz. An die Stufe 3 Kristalle. Ich bin an einem Punkt, wo ich mir denke, brauche ich nicht unbedingt. What is this? Ricky never see before. This not Ricky's Magna. Ricky never see before. To think it has caused this much damage. What do you mean? Are you telling me the Telethia did this? Telethia absorb and drain the surrounding area of all its ether. That's it. The Telethia is sucking up all the ether, which is causing the natural environment to change. Shulk, the Telethia can read your mind. Expect it to know what you will do before you do it. I know. I'll aim for its antenna and stop its ability to read my thoughts. With the Monado at our side, it doesn't stand a chance. It's much more powerful than its offspring. Do not expect it to fall so easily. I won't. But we have to trust in the Monado. Shulk has only met Telethia once, and they were merely the spawn. So why is he so sure of himself? Is it confidence, or a trust in something? Yes, it is trust. He trusts in the power of that sword. What did he say it was called? The Monado. Oh. Da kommt der Schreihals angeflogen. Stick together, everyone! Dino Beast! It is Ricky imagined! Telethia. I take this chance to bring vengeance to my brother and fulfill my duty. Shulk, I will trap it and cease its movement. Strike when the time is right!
Melia! Ah, Melia hat schon was drauf. Yeah. She's nifty with that stuff. I knew it. She can control ether energy without using catalysts or rifle shells. I've heard that such people exist. But I never thought she would be one. Shulk, right, Shala. Protect Melia at all costs. On it. Right. Auf in den Kampf gegen die Telethia. Wir spielen. Oh, Melia hat Hirnschock gelernt. Toter Wald. Okay, go, go, go. Fangen wir an mit. Was zur Hölle? Ah, verdammt, die ist Level 36. Na toll. Fängt ja gut an. Mit Holperli Stolper. Ich glaube, mit Level 36 bin ich zu unterlevelt. Schon. Na endlich, der erste Ruf. Aufwachen, bitte. Komm, 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 komm. Jetzt triff mal. Komm schon. Alter, das wird, ich glaube, ein sehr, sehr herausfordernder Kampf. Mit 6 Leveln unten drunter. Uncool. Uncool, uncool, uncool. Komm schon, Melia aufmuntern. So, jetzt. So, jetzt die Frage. Treff ich. Vorbei. So ein Mist, ey. Na gut, Schulk hat wenigstens getroffen. Blöd. Oh oh. Ätherkanone 2. War eine Schuld. Schild. Freu, freu, komm. Jetzt der Mutwert höher, das heißt, die Treffergenauigkeit steigt etwas. Alter, richtig schwerer Kampf so. Wieder vorbei, ey. Wieder eine Vision. Blöd. Ätherkanone 2 wieder. Okay, hier war eine Schulk. Fangen wir nochmal an mit Schild.
und aufmuntern. Jetzt trifft doch mal Ricky. Oh Mann, ey. Kanalisieren 1. Das ist auch eine Spezial. Setzt nur Spezialskills ein. Uncool, 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 uncool. Nochmal Schild. Voll, voll, komm. Dann kann ich eine Angriffskette einsetzen. So, jetzt versuche ich mal hier, bitte. Nee, umwerfen ist nicht. So, Hirnschock. Tickt feindliche Auren. Machen wir mal Hirnschock. Widerstanden. Ich glaub's ja. Ich setze mal Freu ein. Okay, fangen wir an mit Freu, um die Gruppenleiste voll zu kriegen. Oh, Blitzruf. Warte mal, wenn ich jetzt heile, zum Beispiel Ricky, habe ich zwar keinen Schaden gemacht, aber drei blaue Skills zumindest gewonnen. Alter, Schulk, was ist los mit dir? Wieder Ätherkanone. Warne Schulk. Bitte, Schulk, setze doch jetzt mal Schild ein. Gut. Jetzt kommt wieder ein Skill. Oh, doch nicht. Mann, ist das ein herausfordernder Kampf. It is all right, Shulk. Destroying the Telethia is beyond us. We should cut our losses and mourn those who perished. Never, Melia. Was ist los the mit men dir? You lost. I can tell they were dear to you. I know only too well that desire for revenge. And the crushing pain of losing those close to you. I can't stand by. Unless another person experience what I have. This monster is going down. I'll trap him with the Monado. Then the rest of you hit the Telethia with everything you have. Thank you. Ready? Okay, nochmal. Machen wir jetzt wenigstens mehr Schaden oder so?
Wäre schon cool. So, go. Alter. Komm, komm. Was? Jetzt schlafen die beiden. Keine Zeit für ein Nickerchen. Go, go, go. Oh, nochmal. Nochmal so ein. Ja. Komm. Lass mich nochmal kurz in Ruhe. Wieder am Schlafen. Melia, was ist los mit dir? Komm, 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 komm. Alter, endlich! Sie liegt mal für ein paar Sekunden. Ja, das Problem halt bei der Kombination. Jetzt aktuell ist es halt schwierig, die Telefia umzuwerfen. Vorbei. 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 Kettenschaden 0. Alter, ey. So viel zu dem Thema, ey. Verdammt. Oh, und jetzt kann ich nicht mehr. Wieder kanalisieren. Solange Ricky das abbekommt, ist okay, aber. Oh, krass. Voll, 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 komm. Nice. Zumindest habe ich jetzt einen Balken der Gruppenleiste. Ach du Scheiße. Jetzt krieg ich die Schlafkugel ab. Das funktioniert für mich. Na gut. Mach mal. Okay, go. Hoher Mutwert. Versuch's mal mit Stolpern erstmal. Nur Fessel. Nein, schade. Hirnschock. Widerstanden. Toll. Vorbei. Ach. Aber wenn man so weit unterlevelt ist, dann muss man eigentlich gucken, dass die Agilität möglichst auf Maximum gehalten wird. Und bei Nachtkämpfen und Nachtsichtjuwelen verwenden. Dann geht's eigentlich, aber so, Moment mal. Wo ist Schulk, wenn man ihn braucht? Komm, komm, komm. Schulk, bitte Schild einsetzen. Und zwar rechtzeitig. Thank you.
2. Ah ne, Blutung hat geklappt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur der Damage over Time was bringt. Komm, voll, voll. Voll, voll. Aufmuntern. Ach, du Grüne. Ach, du Grüne. Okay, nochmal Freu, Freu. So, widerstanden. Naja, zumindest ein 3000 Schaden jetzt. Go. Go. Komm, 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 komm. Bisschen heilen. Wieder widerstanden. Einmal umwerfen, bitte. Nein, wieder nicht. Alter. So, was jetzt los? Fängt wieder an. Kanalisieren. Spezialattacke. Also, Schulk, Schild. Komm. Ah, ich hab Fesse. Geh weg, geh weg. Nochmal heilen. Go. Vorbei, Alter. Wenn ich das so schaffe, ja, dann werde ich auf jeden Fall 2 Level aufleveln. Richtig krass, wie lange der Kampf gerade dauert. Und oh. Vielleicht sollte ich nochmal Schild einsetzen. Was ich ja krass finde, ist, dass bis jetzt kein Charakter gestorben ist. Also, gar nicht. War zwar jetzt öfter kurz davor. Voll, voll. Alter! Was ist los mit dir? Jetzt halt die gerade hoch. Dein Ernst? Widerstand. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Die hat soeben angefangen, sich mit Superheilung hochzuheilen. Und das funktioniert so nicht. Kann ich auch gleich, Okay, funktioniert nicht. Und ich kann nicht wegrennen. Aha. Ja, dann kill mich. Komm. Kill mich! Voll geheilt, ey. Alter, jetzt kämpfe ich mit dem Scheißvieh 15 Minuten. Und dann heilt es sich einfach mit Superheilung. Och, Wurst. Ja, nö. Ciao, Kakao.
So. Leider, leider müssen wir den Kampf jetzt aufgeben. Weil ich könnte es jetzt wieder auf die Hälfte runterhauen und dann fängt das Viech wieder mit Superheilung an. Also, Satz mit X war wohl nichts. Ja, heute noch. So, okay. Neuer Versuch. Blöd gelaufen. Ach du Scheiße. Willst du mir jetzt sagen, bis dahin ist kein einziger Reisepunkt? Tatsächlich. Kein einziger Reisepunkt. Ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Was soll das denn? Moment hier. Agilität hoch bei stärkerem Feind. Okay, das erste, was ich jetzt mache, ist Expertenmodus. Komm, 3 Level. Jeder kriegt jetzt 3 Level drauf. Dann bin ich 3 Level unterlevelt. Das sollte von der Agilität her hinhauen. So, dann muss ich noch gucken. Melia. Für einen Schock. Hier machen wir die leichte Heilung mal noch eine Stufe hoch. Und hier... Und ich könnte jetzt zwar den Kriegerknirscher reinhauen. Ja, doch. Komm. Nachtsicht rein. Und was habe ich hier? Mindestangriff? Nee, das nicht. Wut. Bei Wut. Technikheilung. Doppelangriff vielleicht. Und hier passt die Agilität. Ich habe 42 Agilität drauf. Das ist eigentlich ausreichend für die Trefferrate. Bei Melia weiß ich nicht, wie es mit der Agilität ist. Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich hier auch mindestens einmal Agilität reinmache. Und Schulk, wie viel Agilität hat er? 95. Ja, da mache ich auch einmal Agilität rein. Einfach mal, um die Trefferrate zu erhöhen. So, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal hinlaufen. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber kriegen wir schon hin. Folge mit Überlänge, weil der Kampf mit der Telethia so lange dauert. Ja, die Grovodra kann mich jetzt mal gerne haben. Und auch so nehme ich jetzt mal die Abkürzung. Autsch. Autsch. Abkürzung. Moment, da muss ich mal kurz. Ich könnte da lang, aber ich kann auch hier lang. Oh, Sammel-Item. Ja, mit. Prinzess-Narzisse. Springen wir einfach mal hier runter. Autsch. Bei Ricky ist auch leider einer der großen Nachteile, dass er in flachem Wasser nicht kämpfen kann. Der fängt schon sehr, sehr, sehr früh an zu schwimmen. Und da haben die größeren Charakter dem natürlich
was voraus, weil die können in dem seichten Wasser stehen und ganz normal kämpfen. Und Ricky ist da sehr, sehr eingeschränkt. Schwimmen kann nämlich nicht kämpfen. Ich werde auch gleich speichern, bevor ich den Kampf starte. Damit ich nicht nochmal den Weg laufen muss. Aber eigentlich sollte das Level jetzt so weit angepasst sein, dass es funktioniert. Da muss man echt aufpassen. Ah, die bösen Nidos sind sehr hungrig. Und mögen es, kleine Noppons zu fressen. Okay, da vorne steht die Telethia. Das Coole ist, man sieht, ab wo der Kampf startet. Kann ich direkt davor speichern. Also nicht unbedingt direkt davor, aber bis hier laufen wir und speichern wir. So. Und go. Jetzt sind nämlich nur noch gelb. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Ja, jetzt treffe ich auch viel öfter. Mega gut. Schauen wir mal was. Stärke gestiegen. Na, jetzt hat sie Seelenlesung, glaube ich, drin. Da geht alles vorbei. Aber jetzt geht's viel einfacher. Viel, viel einfacher. Verdammt. Geht alles daneben. Komm. Vorbei. Alter Schulk, setz doch einfach mal Monado-Löscher ein. Das wäre echt cool. Komm, Schuld. Alles daneben, einfach. Alles daneben. Technik-Siegel. Ah, hat er jetzt endlich mal Monado Löscher eingesetzt oder was? So, jetzt wäre echt cool.
Ja, geil. Das ist mein Teamwork. Now, Melia, finish him. Pulverisiert. Brilliant thinking. Even though the Telethia can absorb large amounts of ether energy and regenerate at an incredible rate, absorbing so much energy caused it to implode. Who would have thought? Brute force wins again. Nothing like an old-fashioned scrap. Dixon would have been proud. It was the only way I could think of. If there had been another way... Don't listen to Unban. Soon you and that Monardo will be unstoppable. It's like a Tephra cave. It was almost natural, instinctive. The Monardo responded to me, and I harnessed a new power. You'll get your chance, Shulk. We'll turn that face mech on into scrap. I know. That's what keeps me going. Hoggard, Garin, Damiel Eisel. Are you there? I did it. It's dead, did you see? I thank you for your aid in my cause. Justice has been served. You're welcome. Besides, it was mostly you. Dino Beast! Here upon Ricky, ready for round two! Huh. Hey, fight over already? No, Ricky not know! I'm afraid it's all finished. We couldn't have done it without you, brave little here upon. Ricky brave! Ryan, also a little brave. Ricky, happy, happy? Mega geil. Die Mentalität von den Noppon ist einfach lustig. So unbeschwert. Here upon Ricky, be proud! Here upon Ricky, tough guy! Here upon Ricky, bestest! Look at him. Barely hit a toe and he gets all the praise. Oh, let him have his glory. A few days ago, the villagers wouldn't give him the time of day. Besides, won't you miss him just a little bit? Chief Unger, Ricky beat Dino Beast. Does Ricky still have debt? No, Ricky. Your debts are repaid. However, while you were gone, your little pawns ate like ravenous Orluga. It set Chief Dunga back quite a bit. Noppon of Frontier Village, a new prophecy has been told. Our Hereupon, Slayer of Dino Beast, will further his legend by accompanying the Hom Hom on their travels and bringing peace to the lands of Bayonis. Oh, Ricky never hear this. It was prophesied many years ago. Chief lying! Chief make a prophecy 1 minute ago! Oh, Ricky mad! Ricky! Go with these people! For the sake of the village, you must go! My instinct is never wrong. Do not worry, Ricky. Your little puns will be taken care of. Dadapon's stomach rumble. Dadapon need food. Dadapon need food now. Dada, Ricky, what on Bionis is going on? Friends, meet Ricky, wifey pon, and little pon. You have got to be joking. Wife and children. Ricky, how old are you? Ricky have 40 years. Oh, friends look puzzled. Not puzzled, just surprised.
Ricky! Oka borrow monies for Little Pond's food. Chief Danga know best. Ricky must work for Little Pond's to have good life. Ricky will! Okay, Oka. Ricky, happy to join friends. Ryan happy too. Come on, Furball. Ach, das ist schon witzig. Now you can return with your head held high, my dear. Indeed. Thank you, Danga. My thanks for your gracious help. Not at all. Peace has been restored to the Makna region. On behalf of all Nopon, thank you. Chief Danga is very fond of Melia. Same Hom Hom, different world. Not fair if you ask me. Chief Danga, will you kindly grant these Homs passage to Aerith Sea? It is my promise to them. Without question! These Hom Hom fought valiantly in aid of our village. And a request by you, my dear, cannot go unanswered. I shall inform the villagers at once. You are too kind. The chief has spoken. You should depart the Aerith Sea at once. Prepare your things and see me when you are ready. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Folge leider etwas Überlänge. Aufgrund von Schwierigkeiten mit der Telethia. Ich hoffe, ihr verzeiht. Oh, Schulk hat bald... Ah, nee. Oh, die Harmonie mit Melia ist gestiegen. Erhöht die Agilität um 20... Nee, um 15. Kostet aber 20 Punkte. Da ist die Frage, was man davon rausschmeißen kann. Aktuell. Kein Mutverlust bei Kampfunfähigkeit. Kann man eigentlich entfernen und dafür die Agilität erhöhen. Das ist, denke, ganz passabel. Gut, dann gucken wir noch ganz kurz. Collecticon. Es fehlt immer noch ein Item. Okay, dann machen wir das noch nicht. Ja, sehr herausfordernder Kampf gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann werden wir mit Melia zusammen zum Aerithmere reisen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Gesundheit, Schulk, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und bis zum nächsten Mal. Ciao!